Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Life is Strange True Colors. Und dann lesen wir mal die Notiz von Jet. Alex, komm vorbei, wenn du Zeit hast. Jet, Black Lantern, es gibt immer eine Entkorkungsgebühr. Diese Fotos. Wie lange beobachten sie uns schon? Und was passiert, wenn... Panikattacke. Keine Ahnung, was ich als nächstes tun soll. Vielleicht hilft es, wenn ich mit Jet rede. Wäre gut möglich. Zuerst muss ich diese Klamotten loswerden. Ach so, ist hübsch. Na gut, ziehen wir uns mal um. Ich könnte aber auch jetzt mit Jet reden. Mal gucken, was wir denn so haben. Ich sehe besser aus, als ich mich fühle. Okay. Jo, was haben wir hier? Entschuldigung. Ja, schön. Okay. Ich muss wirklich zugeben, das fühlt sich echt gut an. Aber hatten wir das auch an? Das war mal was anderes. Steph, Alex, bravo. Wow, wow, wow. Danke, Leute, wir hatten irre viel Spaß. Ich habe einen Star live gesehen. Echt? Wen? Was für ein Fest, Helden. Wir haben gegessen, getrunken und uns amüsiert. Wir haben Chilis probiert. Haben wir nicht? Ich habe keine Chili schon gesehen. Zur Musik getanzt und einen wundervollen Frühlingsabend in unserer schönen Stadt genossen. Danke an alle für ein weiteres grandioses Jahr. Sonny Anderson, tolles Frühlingsfest, Happy Springs. Und danke an unsere Geschäftspartner und alle, die sich so angestrengt haben, um dieses Fest möglich zu machen. Gern geschehen, die lachenden Gesichter und die Freude waren es wert. Beste Zeit des Jahres. Es war auch für mich etwas Besonderes, Steph. Lass dir das Eis schmecken. Okay. SMS haben wir nichts. Okay. Dann gehen wir mal zu Jet. Aber können wir jetzt Unkraut jäten? Ne. Das ist blöd. Da ist auch eine Pflanze. Verdammt. Hätten wir die gießen können? Hey Jet. Da ist sie ja. Setz dich. Etwas sagt mir, dass dein Frühlingsfest aufregender war, als du es dir erhofft hattest. Puh, das kannst du laut sagen. Du sagst, wie Pike mich verhaftet hat. Aber wie es aussieht, hat er dich gehen lassen. Dann ist da noch die Sache mit Ryan und Steph heute. Ich war mir nicht sicher, warum es euch drei brauchte, um Dianes Bestellung aufzunehmen. Naja, ist schon schwierig. Ich weiß, du bist es gewohnt, dich um dich selbst zu kümmern. Gebe auch so. Aber Haven ist eine Gemeinschaft. Wir helfen einander.
Ich will dir helfen. Aber erst musst du mir sagen, was vor sich geht. Scheiß drauf. Was habe ich zu verlieren? Typhon hat Gabe getötet. Ich habe Beweise. Was für Beweise? Ich habe sie von Diane gestohlen. E-Mails und Dokumente, die beweisen, dass es zeitgleich eine zweite Explosion gab. Um was zu vertuschen, Jet? Ein Geheimnis, das sie begraben haben. Ich weiß nicht, was es ist. Oder was ich als nächstes tun soll. Aber ich gebe nicht auf. Nie im Leben. Ich weiß, was sie verbergen. Was? Warte. Sagst du mir gerade, dass du wusstest, dass Typhon korrupt ist? Die ganze Zeit über? Ja, gut, aber das ist ja wohl easy. Typhon ist der Teufel, der diese Stadt im Griff hat. Ich muss schon zu lange mit ihren Geheimnissen leben. Ich weiß, was sie in den Bergen vergraben haben. Sag's mir. Weißt du was? Ich zeig's dir. Da, weiter oben. Wo sind wir? Mitten im Nirgendwo. 2 Kilometer in die Richtung habt ihr nach Ethan gesucht. Und dort, 5 Kilometer entfernt, liegt die Stadt. Was ist das hier? Ein Belüftungsschacht. Die gibt's hier überall. Minen wachsen in andere hinein und bilden so ein Labyrinth. Das, wonach du suchst, ist da unten. Oh, was macht er da gerade? Der hat sich nach hinten gefasst. Oh nein. Jet? Warum bist du traurig? Scheiße. Tut mir leid, Kleines. Jed? Was machst du da? Ich habe versucht, es dir auszureden, dir Angst zu machen. Ich war mir sicher, dass die Fotos von Steph und Ryan dafür sorgen würden. Aber du hast nicht nachgegeben. Du konntest es einfach nicht lassen. Tu das nicht. Das muss ich. Vor 12 Jahren machte ich einen Fehler. Und diesen Fehler kann man nicht rückgängig machen. Doch Typhon bot mir einen Deal an. Einen Weg, meine Stadt zu retten und meinem Sohn ein normales Leben zu bieten. Ich wollte nie, dass Gabe verletzt wird. Fick dich doch! Fuck! Was? Das war's. Was? Hä? Ja.
Also, jetzt bin ich verwirrt. War Kapitel 4 jetzt so wenig? Ich hatte doch gestern erst Kapitel 3 fertig gemacht. Oder? Gott, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ja, also, mich hätte jetzt auch noch mit JTS total aus der Bahn gebracht. Wow. Okay, gut. 27% haben unterschrieben. Okay. Ich würde doch gerne wissen, was passiert, wenn man das macht. Ah, hier kommt jetzt die Entscheidung von der vom Fest. Alex hat Steph. Oh, die meisten haben für Steph, okay. Alex hat einen schönen Moment am Lagerfeuer. Ja. So, Alex hat nicht auf der Couch gesessen. Hätten wir tun können, ja? Schön. Ja gut, war nicht alles. Na gut, also Berlin definitiv kein Urlaub. Hallo? Sorry, aber ist nicht gerade eine schöne Stadt. Sorry an alle Berliner, aber. So, Salem, ja, weiß ich nicht. Historisch gesehen würde ich da auch schon mal gerne hin, aber am Meer ist halt immer am coolsten. Obwohl, haben die wenigsten gewählt. Naja. So, Steph und Alex haben sich geküsst. Wow. 33%, sind bestimmt die 33%, die für Ryan gewählt haben. So, Ryan hat Alex nicht auf dem Dach getroffen. Ja. Ryan und Alex haben darüber nachgedacht, wie sie in der Black Lantern arbeiten. Hä? Aha, ja. Okay. Ryan hat Alex sehr gut. Okay. Interessant, was da noch alles kommen könnte. So, Alex und Charlotte haben einen bittersüßen Moment auf dem Fest geteilt. Charlotte fühlte sich merkwürdig gleichgültig auf dem Fest. Ah, also war es doch nicht so verkehrt, dass wir ihre Gefühle gelassen haben. Ne? Sagte ja. Da musst du durch. Oh. Na super. Das passt mir jetzt noch weniger. Wir hätten sie sehen können. Schönen Scheiß. Ah, aber das konnten wir doch auch gar nicht. Alex hatte. Nee. Da hatten wir, konnten wir nichts machen, ne? Alex hat dem Gelee-Bohnenzähler geholfen, das Spiel zu gewinnen. Ja. Haben die meisten auch. Na gut, war jetzt nicht so schwer. Ja. Die meisten haben es nicht getan. Na gut, einmal dran vorbei, okay. Hä? Hä? Da konnte man auch nichts machen. Wie blöd. Ja. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Kapitel 5.
gestern echt in einer Runde Kapitel 4 durch? Willkommen zurück, Alex. Oh, nö. Willst du über deine Zeit in Colorado sprechen? Ja, nicht wirklich. Fangen wir doch mit etwas Positivem an. Was hast du aus deiner Zeit in Haven Springs gelernt? Alles doof. Ich dachte, ich hätte gelernt, was es bedeutet, einen Ort zu meinem Zuhause zu machen. Das hat sich sicher sehr gut angefühlt. Ja, und auch, dass mein Bruder gestorben ist. Lass uns darüber sprechen, wie es war, als du herausgefunden hast, dass du falsch lagst. Was? Hä? Ich meine, ich bin stolz, dass du es versucht hast. Du hast einigen Menschen geholfen. Warst einem Geheimnis auf der Spur. Hast ein hübsches Mädchen geküsst. Ja, das war auch noch da. Aber Alex, jetzt stehst du wieder ganz am Anfang. Nö, bist falsch. Nein. Ich gehöre nicht hierher. Wenn das wahr wäre, Alex, wüsstest du, dass du nur mit einem Stuhl sprichst. Okay. What the fuck? Hey, meine Gitarre. Klopf, klopf. Klopf, klopf. No, klopfen wir mal, ne? Mach klopf, klopf. Klopf, klopf. Wer ist da? Alex Chen? Mein Gitarrenkoffer hat noch nie von mir gehört. Sicher. Na, ich hoffe, das finden wir hier irgendwo raus. Sehe ich so aus? Wirklich? Ja. 1:1. Okay, Black Lantern. Aha. Moment mal. Die gehören nicht, Dr. Lin. Das ist ein Wirbel. Das ist ein Schlüssel. Ach nee, von einer Gitarre. Okay, interessant. Aber bringt das noch nicht viel? Computer können wir nicht ran. Okay, da können wir auch nichts machen. Oh, ein Ordner.
Ich glaube, das bin ich. Fallnummer 53322. Wir haben also den Code. Alexandra Alex Shen, 21, weiblich. Emotionale Instabilität, gelegentliche Wutausbrüche. Halluzinationen, visuell. Halluzinationen, oral. Wahnhafte Ideenbildung. Depression, Beklemmung, Diagnose, keine Ahnung. Dass man sie wo hineinwirft? Anmerkung. Alex erlebte die detailreiche und robuste Wahnvorstellung, dass sie die Emotionen anderer Menschen lesen kann und glaubt, dass sie aufgrund dieser Fähigkeit auf einzigartige Weise dafür gerüstet ist, anderen beim Überwinden ihrer emotionalen Traumas zu helfen. Es fällt schwer, die Ironie zu übersehen, dass jemand, der so dysfunktional wie Alex ist, die Rolle des emotionalen Betreuers einnimmt. Wäre sie nicht unter meiner Aufsicht zurückgekehrt, wäre es nicht übertrieben anzunehmen, dass ihre waghalsige Versuche, ihre Freunde und Familie zu reparieren, zu Verletzungen geführt hätten. Ich glaube, dass Alex Wahnvorstellungen eine Bedrohung für ihr Wohlergehen sowie das anderer sind. Daher empfehle ich, dass Alex in eine endlose Grube geworfen wird, dass ihre Knochen an jedem... Entschuldigung, musste niesen. Dass Alex seine Knochen in jedem hervorstehenden Brett und übrigen Ziegel brechen. Bis sie in der Dunkelheit unter der Erde in Vergessenheit gerät. Dies ist meiner professionellen Meinung nach das menschlichste Vorgehen für sie. Ja, nee. So schwer. Und reparieren. Und spielen. Stimmen. Vielleicht ein bisschen. Oder war das rückwärts? Ach du Scheiß. Oh. Wir liegen immer noch. Ja, wir liegen auf jeden Fall kaputt im Loch und versuchen uns zu. Ja, Glück im Unglück. Ja, na, die Leiter sieht auch nicht gerade geil aus. Oh fuck. Also ich kann nichts machen, ne? Wenn der stürzt, ey, ist sie selber schuld. Ich bin unschuldig. Diesmal könnt ihr mir das nicht in die Schuhe schieben. Hä?
Hä? Haben wir schon wieder. Ja, wir haben schon wieder Hallos. Psst. Alex. Gabe! Gabe? Du bist tot. Du bist tot. Und? Viele Leute sind tot, Alex. Die meisten. Wo sind wir? Sieht aus wie ein Krankenhaus. Dr. Mendes auf die Intensivstation. Dr. Mendes auf die Intensivstation. Ja, ist ein Krankenhaus. Also, was ich weiß ist, du bist 10, ich bin 14. Unsere Mutter ist krank. So wie unser Vater, aber das ist eine andere Art Krankheit. Spielt eine Rolle. Au! Gabe, warum? Ich habe nichts getan. Hör auf! Hört auf damit. Papa. Benehmt euch. Alex, sieh nach deiner Mutter. Okay. John. Okay. Sie war direkt da drüben und hat auf mich gewartet. Da ist es. Das Bild, das mir beigebracht hat, dass Kunst manchmal scheiße ist. Okay. Wir konnten uns eigentlich kein Einzelzimmer leisten. Wir hatten einfach Glück. Gabe und ich haben hier nach der Schule immer Animes geschaut. Hm. Mama hat immer mit ihren Schlüsseln gespielt, wenn sie sich Sorgen gemacht hat. Mhm. Oh, zwei Schlüssel. Wir haben so viel Zeit hier verbracht, dass ich irgendwann jeden Artikel auswendig konnte. Gabe meinte, der wäre voller Nadeln. Das hat mir mega Angst gemacht. Boah, schieß. In diesem Zimmer war es immer viel zu heiß. Okay. Sie ist genau dahinter. Na, ich bin gespannt. Wie viele Nächte Papa in diesem Zimmer verbracht hat. Er musste auf einem unbequemen Stuhl schlafen und es gab jeden Abend nur Essen aus dem Automaten. Es hat was Beängstigendes und Seltsames, den eigenen Vater weinen zu sehen. Mama, jedes Mal hatte ich Angst, dass ich sie zum letzten Mal sehen würde. Hi, Mom. Ungünstigen Namen gewählt. So ein mutiges Mädchen. Wie bist du nur so mutig geworden? War das wirklich so? Hast du nicht etwas vergessen? Au! Gabe, warum? Ich habe nichts getan. Hör auf! Hört auf damit! Papa! Benehmt euch! Sieh nach deiner Mutter. Okay.
Hä? Moment. Habe ich was verpasst? Also die Black Lantern hier. Mama hat immer mit ihren Schlüsseln gespielt, wenn sie sich Sorgen gemacht hat. Wasser? Egal, wie viel Mama getrunken hat. Ihr Haus war immer trocken. War vorher auch nicht da. Ich bin jetzt dezent ein bisschen verwirrt. Hi, Mom. Mom? Mom? Wasser, Alex. Hol ihr etwas Wasser. Danke. Jo, bitte, Mutti. Du hast fast nie geweint. Selbst als du ganz klein warst. Weißt du das? Das war meine größte Herausforderung mit dir. Wie kümmert man sich um jemanden, der schon so stark ist? Wirst du das für mich tun, Alex? So ein mutiges Mädchen. Wie bist du nur so mutig geworden? Das ist wieder die Black Lantern. So zu Hause ohne Mutter, glaube ich.
Hey, der ist auch da. War das euer letztes Gespräch? Mom. Ich glaube schon. Vermisst du sie? Gabe, was passiert hier? Du bist 11, ich bin fast 15. Papa und ich sind Zeitbomben. Du rennst hin und her und versuchst ständig, uns beide zu entschärfen. Das wird jetzt richtig beschissen. Oh Mann. Spiel deine Rolle. Es gab nur eine Sache, die man tun konnte, wenn sie so drauf waren. Ist okay, ich bin's. Du weißt schon, dass das anders war, oder? Hm. Es war mein Job, den Frieden zu bewahren. Aber ganz egal, wenigstens konnte ich dich behalten, Shushu. Papas Kleidung. Ich habe sie immer nach der Wäsche hier hingelegt, damit er sie findet. Papas Aschenbecher sauber zu machen, war nicht meine Lieblingsaufgabe. Mamas altes Nähzeug. Ich glaube nicht, dass ich je ein dieser Butter... Ich wollte damals zu Halloween als Werwolf gehen. Das Kostüm war zu teuer. Meine Aufgabe war es, die Briefe vom Gerichtsvollzieher nach ihrer Fälligkeit zu sortieren. Wow. Danke für den Versuch, Glückskatze. Die war voller Grußkarten. Mama hat jede einzelne behalten, die wir je bekommen haben. Gabe hat immer Papas Bier geklaut. Das war die eine Sache, wegen der sie sich nicht gestritten haben. 2 Tassen Wasser auf 1 Tasse Reis. Timer auf 30 Minuten. Geschichtshausaufgaben machen. Essen servieren. So gut wie leer. Ich wusste nicht mal, was das Jugendamt war. Nur, dass ich Angst davor hatte. Ja, verständlich. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie mal so glücklich waren. Okay, da kommen wir nicht hin. Da kommen wir auch nicht rein. Schon wieder Black Lantern. Gabe hat Son of Lead geliebt, als es noch ein Indie-Comic war. Mir war der aber ein bisschen zu blutig.
Die Killer Mistress Gitarrentabs in diesem Buch sind nicht mal annähernd richtig. Hm. Gabe hat seinen Rucksack wochenlang nicht angefasst. Niemand konnte ihn dazu bringen, zur Schule zu gehen. Mama und Papa hatten den Fernseher schon, bevor sie uns hatten. Ich habe so sehr versucht, mein Versprechen zu halten. Oh Mann. Okay, dann wollen wir loslegen. Wo gehst du hin? Willst du es ihr sagen? Oder muss ich es tun? Sei doch nicht so laut. Gut, ich mach's. Alex, Dad ist seinen Job los. Schon wieder. Und wir sind pleite. Schon wieder. So redest du nicht mit mir. Du glaubst alles zu wissen, aber du weißt längst nicht alles. Denkst du, ich hab mich selbst entlassen? Es ist okay. Wir kriegen es hin. Ich könnte... Keine Ahnung, Dad. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Wir müssen essen. Wir können ein paar Platten verkaufen. Oder was ist mit meiner Gitarre? Alex, was ist nötig, damit du endlich aufhörst, ihn zu verteidigen? Wenn deine Mutter dich sehen könnte. Lass Mom da raus. Gabe! Hör auf, sie dauernd als Ausrede zu benutzen, um dich wie ein Stück Scheiße zu verhalten. Fass mich bloß nicht an! Verdammt nochmal! Scheiße. Alex! Mir geht's gut. Es ist okay. War ein Unfall. Alex, ich wollte dich nicht... Papa! Es ist okay. Wirklich. Ich bin nicht verletzt. Ich schaff das alles nicht mehr. Papa? Bald kommt jemand vorbei. Diese Frau vom Jugendamt. Schon bald. Papa! Es tut mir leid. Was für ein Arsch. Hey, kann ich dich etwas fragen? Welches Waisenhaus ist das? Das in Grand Park? Dachte, es wäre schöner. Ich kann nicht mehr, okay? Ich kann das nicht. Musst du aber. Nein. Du musst ehrlich sein bei dem, was du siehst. War ich. Bin ich. Und jetzt bin ich fertig damit. Nur fast. Nicht ganz. Du bist 12, ich bin 16. Ich klaue ein Auto und lande im Jugendknast. Gabe, bitte. Dann wirst du 13, dann 14, 15. Waisenhäuser,
Betreutes Wohnen, muffige Zimmer in seltsamen Häusern von Pflegeeltern. Und mit 17 hast du dann alles erlebt. Irgendwann in dieser Zeit beginnst du Dinge zu fühlen. Deine eigenen Emotionen sind dir fremd. Du hast nichts. Niemanden. Du bist allein. Ich will das nicht. Alex. Spiel deine Rolle. Meine Rolle spielen. Ja. Aber diese spielen wir erst morgen. Danke, Leute, dass ihr dabei wart. Schaut morgen gerne wieder rein. Wenn wir unsere Emotionen im Griff haben und all das hier einen Sinn ergeben wird. Ja. Und das morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.